Chinta Bhed Bhed Tattva. Ein Vaishnava kam mal zu meinem Gurudev. Ich habe das auf Audiotape, Aufnahme gehört. Er hat mal Guru Maharaj gefragt, ob er mir erklären kann, was ist ein Chinta Bhed Bhed Tattva. Guru Maharaj hat gesagt, no, das geht nicht. Das ist so kompliziert. Dann hat er darauf verwiesen auf ein dickes Buch, das der Gaudiya Mathe geschrieben hat, hunderte Seiten, wo er das erklärt. Er hat gesagt, wenn du das Buch durchgehst, dann kannst du Ahnung haben, was Achinta Bheda Bheda Tattva ist. So, das war mein Gedanke, als ich die Frage gehört habe. Achinta Bheda Abheda. Bheda heißt verschieden. Abheda heißt nicht verschieden. Und Achinta ist unbegreiflich. Das ist Chaitanya Mahaprabhus Grundsatz, Prinzip. Chaitanya Mahaprabhu, wir haben vier Vaishnava Sampradayas. Und alle, die kommen, eine ist von Brahma, von Rudra, von Shri und von den Kumaras. Da gibt es vier Schülernachfolgen. Und in jeder ist ein Acharya erschienen, so vor ungefähr 1000 Jahren oder so. Oder ein bisschen mehr. Nämlich Ramanujacharya in der Shri Sampradaya, Madhva Acharya in der Brahma Sampradaya, Nimbaka Acharya in der Kumara Sampradaya und Vishnu Swami in der Rudra Sampradaya. Und die haben alle ihre Philosophie gegeben. Ramanujacharya, zuerst war Buddha, hat die Vedas verneint, hat gesagt, alles ist Shunyavad, ist alles nichts, hat die Vedas zurückgewiesen, das war vor 2600 Jahren ungefähr. Dann kam Shankaracharya, der kam vor 1200 Jahren oder so, glaube ich 800 nach Christus oder so, Shankaracharya ungefähr um die Zeit, hat die Buddhisten wieder rausgeworfen aus Indien, hat die buddhistische Lehre genommen, wieder mit den Vedas verbunden und aus Shunyavad hat er einfach Brahmavad gemacht. Alles ist nicht nichts, sondern alles ist eins. Das war Shankaracharya. Dann kam nach Shankaracharya kam Ramanujacharya und hat Shankaracharyas Philosophie genommen vom Advaitavad, alles ist non-dual, und hat einfach gesagt, das ist Vishishta Advaitavad. Vishishta heißt besonders. Alle sind eins, aber einer ist ein besonderer und das ist Ishvara Krishna, Narayan. Dann kam noch Vishnu Swami. Vishnu Swami hat Advaita Advaitavad. Vishnu Swami ist Shuddha Advaitavad, pure, gereinigtes Advaitavad. Nimbakacharya Dvaita Advaitavad, es ist alles gleichzeitig, es ist Dvaita und Advaita. Es ist dual und non-dual, schon sehr ähnlich von Chaitanya Mahaprabhus Philosophie. Und Madhvacharya kam dann, es ist Shuddha Dvaitavad, es ist reine Dualismus. Jiva und Ishvara sind niemals gleich. So Madhvacharya, man sieht ihn immer so, Madhvacharya, ne? Immer mit, zeigt immer zwei, Jiva und Ishvara. So Chaitanya Mahaprabhu ist dann auch erschienen, später noch, und hat alle vier und alle fünf Philosophien, auch Shankaracharyas, dazu genommen und hat einfach eins hinzugefügt, nämlich Achintya. Das ist der springende Punkt. Es ist nicht zum Verstehen. Es ist unbegreiflich, wie etwas verschieden ist und nicht verschieden. Wie soll das funktionieren? Aber das ist Mahaprabhus Philosophie ist perfekt. All die Acharyas, was immer sie gesagt haben, ist richtig, aber es war nicht ganz vollkommen, kann man mal sagen. Man kann nicht sagen, dass irgendjemand falsch gelegen ist, aber es war nicht ganz vollkommen. So Chaitanya Mahaprabhu hat alle fünf Philosophien genommen. Er hat Shankaracharya, Shripa Shankara, auch zum Acharya gemacht. Er hat ihm den Titel Acharya gegeben, hat es auch akzeptiert. Und dann hat er Achinta Bheda Bheda Tattva daraus gemacht, ne? So, nicht so leicht zu verstehen. Man müsste eigentlich alle vier Vaishnava-Philosophien studieren ein bisschen. Shankaracharyas Philosophie auch noch studieren und dann verstehen, was Mahaprabhu daraus gemacht hat, als Achinta Bheda Bheda Tattva. Aber dann, das ist einfach perfekt, weil das ist vom Herrn selber gegeben. Ne? Da gibt es dann keine Zweifel mehr. Und das, was Srila Goswami mal hat erklärt über Achinta, ist auch sehr schön. Achinta heißt unbegreiflich. Was ist unbegreiflich? Ja, unbegreiflich ist die Unendlichkeit. Unbegreiflich ist Krishnas Wille. Das ist der Achinta-Aspekt. So wie Krishna das möchte, so ist es. Ja, genau. Ja, natürlich. Weil Krishna ist nicht angewiesen oder nicht begrenzt von irgendwelchen Regeln, selbst wenn er sie selber aufgestellt hat, ne? Oder irgendwelchen Gesetzen.
So wie Krishna möchte, so ist es. Das ist Achintya Bheda Bhetatva. Und das ist, wir sind Achintya, alles ist Achintya Bheda Bhetatva. Alles. Das betrifft die ganze Schöpfung, die materielle Schöpfung, die spirituelle Schöpfung, die Jivas, Maya, alles ist Achintya Bheda Bhetatva. Alles ist nicht verschieden von Krishna. Aber alles ist auch nicht gleichzeitig, ist nicht Krishna selber. Wir sind nicht verschieden von Krishna. Ich bin nicht verschieden von Krishna, aber ich bin nicht Krishna. Logisch, ich bin nicht verschieden. Ich kann nicht, du kannst nichts von Krishna trennen. Das, was getrennt ist von Krishna, ist auch Krishna. Das ist, man muss es irgendwo verstehen. Ne? Bhagavatam riteyat natpratiyata natpratiyata chatmani tad vidyat atmano mayam tadaba soya tatamaha. So ähnlich, vergessen. Riteyat yatpratiyata, was erscheint, als ob es Wert hätte. Krishna sagt es, Chatushloki Bhagavatam, Riteyat Napratieta, Napratieta Chatmani, was aber nicht mit mir in Verbindung ist, sagt Krishna, Tat Vidyat Atmano Maya. Dann versteht, es ist meine Maya. Aber er sagt Atmanaha Maya, das heißt Krishnas Maya, das ist meine persönliche Maya, so ist es auch nicht verschieden. Aber was eben Wert hat in dieser Welt, egal was es ist, die Leute glauben, okay, das sind jetzt 100 Euro, ist eigentlich nichts da, weil es hat nichts mit Krishna zu tun, aber es ist, man nimmt halt an, das hat Wert. Oder Gold, selbst Gold ist auch nur Materie. Ne? So, das ist alles, versteht, das ist Maya. Das wird ja Atman Omayam Yata Bhaso Yata Tamaha. So wie Schatten oder Reflexion. So wie der Schatten von der Hand, wenn es dir dumm, da sieht man nicht viel, aber wenn man einen Schatten an der Wand hat, der Schatten schaut aus wie die Hand, kann sich bewegen wie die Hand, aber du kannst mit der Schattenhand nicht wirklich was anfangen. Ne? Schaut gerne dieselbe Form, aber du kannst nichts angreifen damit. Mit der wirklichen Hand kannst du was nehmen, kannst was arbeiten, mit der Schattenhand kannst du gar nichts machen. Aber schaut genauso aus, jeder sieht, wenn man einen Schatten von einer Hand sieht, dann sagt jeder, das ist eine Hand. Niemand sagt, das ist der Schatten von der Hand. So, das ist das Denken einfach so, oder? Genauso diese Maya ist genauso, das ist ein Schatten von dem, was es wirklich ist. Aber man denkt, das ist das Wirkliche. So, das ist, so alles ist, aber es ist auch wirklich im selben, gleichzeitig ist es auch nicht verschieden von Krishna, auch wenn es Illusion ist. Selbst diese Illusion ist nicht verschieden von Krishna. So Achintya Bheda Bheda zu verstehen, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr. Guru Maharaj hat gesagt, na, das ist nicht so leicht. Man kann das nicht einfach nur so in einem Satz aussprechen. Na, man müsste da wirklich studieren. Ich meine, generell, man kann ein ungefähres Verständnis haben. Okay, es ist gleichzeitig eins und verschieden sein von allem. Ist das irgendwelche so Welle von Lehre, so von Buddhismus bis Chaitanya? Ja, ein kosmischer Plan. Das ist ein kosmischer Plan, das ist eine Abfolge, kann man sagen. Das ist nicht eine Welle, aber es läuft eigentlich wie auf einer Linie. Vom Buddha, Shankaracharya, dann die Vaishnavacharyas, dann Chaitanya Mahaprabhu. Und nach Chaitanya Mahaprabhu, dann Rupa Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, die haben das nochmal feiner und feiner gemacht. Dann Chaitanya, dann Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta. So, das wird immer wieder, es wird noch mehr und mehr. Ne? Feiner und feiner oder auch mehr. Ne? Jiva Goswami hat so viel Wissen gegeben, Rupa Goswami mit ihm so viel hinzugefügt zu Mahaprabhus Lehre. So, das ist ein Plan. Wir haben das Glück, ne? Dass wir das alles heutzutage haben können. Ne? Diese Rudra Sampradaya, das habe ich nicht so viel repräsentiert. Vishnu Swami ist dort erschienen. Shrida Swami, der berühmte Kommentator vom Bhagavatam, ist auch in der Sampradaya erschienen. Rudra Sampradaya. Sonst nicht sehr bekannt. Die haben nicht viele Bücher geschrieben. Vishnu Swami und Nimbakacharya, die haben nicht viele Bücher geschrieben. Ramanujacharya und Madhvacharya, die haben Unmengen an Büchern geschrieben. Die haben viele Kommentare und alles Mögliche verfasst. So im Kurzen, Achintya Bheda Bhetatva. Aber wenn man es wirklich studiert, ich weiß auch nicht so viel. Man muss, und das zu verwirklichen, ist wieder eine andere Sache. Das heißt, das Universum ist irgendwie alles eins. Alles eins und alles verschieden. Ach so, im Sinne wir sind auch alle nicht verschieden voneinander, aber wir sind doch verschieden voneinander gleichzeitig. Ne?
Das ist schwierig zu verstehen. Krishna sagt in der Gita, Ascharya vat paschati kaschidenam, Ascharya vat vadati tateiva. Er sagt das zu dem Punkt, das ist auch in der Gita kurz beschrieben. Und zwar im zweiten Kapitel. Er sagt, avyaktadini bhutani vyaktamadhyani bharata avyaktani dananyeva tatraka paridevana. Als Arjuna dann lamentiert, sagt er ihm, hey, das ist einfach, alles ist avyakta, unmanifestiert. Avyakta adini bhutani. Alles, die Lebewesen, die Elemente, die Schöpfung, alles ist unmanifestiert. Das heißt nicht, dass es nicht existiert, es ist einfach unmanifestiert. Und es ist universal. Dann, am Anfang, avyakta adini. Am Anfang ist es avyakta. Dann, vyakta madhyani bharata. Dann in der Mitte ist es vyakta, dann ist es individuell. Und am Ende, avyakta nidanani. Am Ende ist es wieder abjagt, da ist es wieder universell. So, eva tatra kaparidevana, was gibt es zum Lamentieren, Arjuna? Wo ist das Problem? Am Anfang ist es da und dann ist es immer noch da. So, wo ist das Problem? Was gibt es zum Lamentieren? Es ist nur einmal universal, dann ist es individuell, dann ist es wieder universal. Das ist, wenn man einen Haufen Lehm nimmt, dann macht man einen Topf draus oder Töpfe draus und dann macht man wieder eins draus. Es ist nichts verloren. Nur in der Mitte hat man halt Töpfe und so weiter, aber nachher ist wieder, es geht nichts verloren. Das ist nicht leicht zu verstehen, deswegen Krishna sagt, Ascharyavat paschati kaschidenam, paschati kaschidenam. Diejenigen, die das sehen können, die sind erstaunt. Wow, wie funktioniert dieses Prinzip? Abhyakta und Abhyakta, universal und individuell oder gleichzeitig eins und verschieden. Ne? Das ist nicht leicht zu verstehen. So, genauso wie ein Beispiel ist auch Gold. Ne? Gold ist eins. Das ist ein Element. Aber eine Frau hat ein paar Ohrringe. Das ist individuelles Gold. Aber trotzdem ist es nicht verschieden vom ganzen Gold. Aber trotzdem ist es auch verschieden. Es ist Gold. Das heißt, es gehört zum Gold dazu. Aber es ist auch verschieden. So nicht leicht zu verstehen. So diejenigen, die das verstehen. Ascharyavat paschati kaschidenam. Manche. Kaschid heißt manche, nicht jeder. Manche können das verstehen. Die sind erstaunt. Ne? Wie ist das? Das so sein? Muss es das an Chitta, dass dieses Geben seit dem Chaitanya da ist? Also ich meine, nein, das hat es immer schon gegeben. Das ist Krishnas Schöpfung. Krishnas Schöpfung. Chaitanya Mahaprabhu hat nur die Sichtweise dafür gegeben. Okay. Die Schöpfung war ja schon da. Er hat ja nicht die Schöpfung neu gegeben. Ich meine, er ist Krishna ohnehin, aber er hat nur gegeben, wie man es versteht. So, die es verstehen, die das sehen, Ascharyavat paschati kaschid enam. So, manches enam heißt dieses Prinzip, die das sehen. Wow, die sind erstaunt. Ascharyavat vadati tateiva cha anyaha. Andere wieder, die sprechen drüber und sind erstaunt. Dann ascharyavat cha enam anya shrinoti. Andere, die hören drüber und sind erstaunt. Und shrutva pyenam veda na chaiva kaschit. Und andere hören drüber, haben drüber gehört und verstehen überhaupt nichts. So, es ist unterschiedlich einfach. Ne? Das ist auch eine kurze. Auch ein bisschen, das ist in der Gita, auch in Chatushloki Bhagavatam ist das ein Thema. Das ist überall, das durchdringt alle Vedas, dieses Prinzip. Und durch das Prinzip kann man die Vedas erst verstehen. Achinta Bheda Bheda Tattva. Ne? Sonst ist es sehr schwierig zu verstehen, wie das alles funktioniert. Man kann auch nicht verstehen, wie soll ich verstehen, dass ich nicht verschieden bin von Krishna? Ja, okay, aber wie ist das? Das ist nicht alles, das ist klar, es ist offenbartes Wissen, aber das ist jenseits vom Verständnis. Erstens ist Achintya. Achintya ist undenkbar. Es ist nicht durch Denken begreifbar. Ne? Es ist jenseits davon, aber es ist da, es ist Tattva. Achintya Bheda Bheda Tattva. Es ist Tattva, es ist da, es existiert, es ist so, aber es ist Achintya. Das heißt, es liegt nicht, wir können das nicht meistern sozusagen. Man kann nicht drüber stehen und das ist so. Das ist Krishnas Barmherzigkeit, wenn man das sehen kann. Wie er hier sagt, Ascharyavat paschati kaschidenam. Das ist natürlich auch nur ein Aspekt von dem Ganzen. Achinta Bheda Bheda Tattva. Krishnas Barmherzigkeit. Und hier wird auch gesagt, man kann es sehen, man kann es hören und man soll auch darüber sprechen. Dann kriegt man von all drei Vorgängen kriegt man verschiedene Verwirklichungen. Das heißt, wenn man sich damit beschäftigt, wenn Krishna einen segnet, kann man es verstehen. Das ist ja auch, man kann es nicht studieren und dann
sozusagen, dann mache ich einen Test und dann kriege ich ein Diplom und jetzt weiß ich, was es ist. Das ist kein akademisches Studium. Ne? Nein, das ist Krishna, wenn er möchte, kann man das verstehen. Wenn nicht, kannst du den Kopf stellen. Du kannst machen, was du willst, man kann es nicht verstehen. Ne? Das ist immer in Krishnas Hand. Und das ist auch eine Bedeutung von Achintya. Wenn Krishna möchte, dann kann man das verstehen. Das ist im Upanishaden wird dasselbe gesagt. Nanayam atma pravachanena labhyo nam medaya na bahunashrutena yam eva shebrinute tena labhyas. Sri Srila Maharaj hat das sehr, sehr oft zitiert, den Vers. Du kannst nicht verstehen, nanayam atma pravachanena labhyo, du kannst Verständnis von Atma, Atma hier bedeutet Paramatma und Atma, Jivatma. Man kann nicht verstehen durch Vorträge geben, durch Predigen. Geht nicht. Na bahuna, na... Na medaya, na bahuna Schritte, nicht durch die Intelligenz, nicht mal durch viel Hören. Man kann, okay, ich höre mal jetzt viel an. Nicht nochmal, das funktioniert nur, wenn Krishna sagt, du kannst es verstehen. Denjenigen, den Krishna aussucht, die Person, die kann es dann verstehen. Ne? So, das ist Achintya auch. Ein Zusatz, weil sonst Nimbaka Acharya war mit seiner Philosophie schon sehr nah drin. Er hat gesagt, das ist Dvaita Advaita Vad. Es ist Dvaita, es ist dual und es ist non-dual gleichzeitig. Mahaprabhu hat hinzugefügt, Achintya, und hat das Ganze zu Tattva gemacht. Ne? Von Vada, von Theorie, zu Tattva, zum Prinzip. Weil er ist der höchste Herr, dann war alles klar. Nur verstehen kann man es deswegen trotzdem nicht. Er hat es gegeben. Ne? Zu verstehen ist wieder eine andere Sache. Also wie gesagt, haben viele Gelehrte schon viel drüber geschrieben. Ne? Aber hängt immer von Krishna ab. Wenn Guru uns segnet, der Guru sagt, du kannst es verstehen, dann kannst du es auch verstehen. Das ist immer dasselbe Prinzip. Das auch gehört auch zum Achintya dazu. Ne? Wahnsinn, wir sind auch nicht verschieden von dem Thema, das wir da versuchen zu verstehen. Ne? Das ist auch Achintya Bheda Bhedatva. Trotzdem braucht man Krishnas Willen dazu. So, das erklärt alles im Universum, wirklich alles, vom Kleinsten, also vom Mikrokosmos bis zum Makrokosmos, alles kannst du damit erklären. Was sagt in Gita, dass eigentlich die Advaitas, die versuchen nur Brahman zu realisieren, haben es überhaupt nicht leicht? No. Klesha Adhika Dharastesham, das ist voller Leid, der Weg, voller Dornen. Achintya Veda Veda Tattva ist auch nicht so einfach. Schau, Bhakti, Bhagavata Dharma, das ist Bhakti, Bhakti Dharma, ist Guyam Vishuddham Durbodham Yad Gyatva Amritam Ashnote, Yamaraj's Worte. Das ist Bhagavata Dharma, das ist Guyam, das ist ein Geheimnis. Das ist verborgen in den Herzen von den Bhaktas. Guyam Vishuddham, aber es ist absolut rein und es ist reinigend, aber Durbodhyam, man kann es nicht verstehen mit der Intelligenz. Yajgyatva Amritam Ashnute, die, die es verstanden haben, die genießen Nektar. Die sind unsterblich, weil die sind auf der Ebene von der Seele. Das ist Bhagavata Dharma, das ist der Dharma von Krishna, Bhagavans Dharma. So, das wird gesagt, es ist Durbodhyam, es ist schwierig zu verstehen. Aber an einer anderen Stelle wird gesagt, es ist so easy, für Dummköpfe können das machen. Weil praktizieren kann es jeder, aber verstehen ist eine andere Sache. Bhagavata Dharma ist nicht zum Verstehen da. Aber Blume opfern kann jeder. Hare Krishna chanten kann jeder. Jeder kann Hare Krishna sagen, jeder kann an Krishna denken, jeder kann sich Krishnas Bilderbücher anschauen oder was auch immer. Das können Kinder auch, das kann jeder. Das ist kein Problem. Das im Bhagavad Dharma, im 11. Kanto wird gesagt, diejenigen, die Dummköpfe sind, können sehr leicht Selbstverwirklichung erlangen, wenn sie diesem Bhagavad Dharma Pfad folgen. So ist nicht schwierig zum Folgen, aber fast unmöglich zu verstehen. Das ist eben der Unterschied. Bhagavad Dharma heißt, du machst was, gemäß deiner Natur, und du versuchst nicht, was zu verstehen, weil das ist Gyan. Also wenn Krishna sagt in der Gita, Klesha Adhikata Rastesham, Avyakta sagt der Chetasam, weil du möchtest was Avyakta verstehen, wo du aber selber eigentlich, du bist selber Person und möchtest irgendwas verstehen, was unpersönlich ist. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Deswegen ist dieser Jnana-Vorgang so trocken und so voller Probleme. Ne?
Aber Krishna sagt, die erlangen mich auch irgendwann. Aber der Pfad ist eben voller Dornen voller Umwege. Ne? Bhakti ist direkt. Ist ganz leicht zum Praktizieren, Bhakti. Das kann jeder machen. Verstehen ist eine andere Sache, aber das Verständnis Krishna gibt es. Ne? Swayam eva spuratya da. Krishna sagt, also in den Puranas wird das gesagt. Du kannst Krishna nicht verstehen. Krishnas Namen kannst du nicht verstehen. Atashe Krishna Namani Nabhavet Grajamindre. Mit den Sinnen kannst du Krishnas Namen nicht aussprechen. Oder hören. Oder Krishna Katha auch nicht verstehen, nicht hören. Du kannst die Detis auch nicht sehen mit deinen Augen. Du kannst Krishna nicht sehen. Aber Seva und Mukhehi Jivado, wenn man sich den Dienst zuwendet, das beginnt mit der Zunge. Die Zunge chantet und die Zunge nimmt Prasadam. Dann Svayameva Spuratya Daha. Krishna selbst manifestiert sich. Krishna ist außerhalb vom Verständnis, aber wenn er möchte, dann kann ihn jeder verstehen. Ne? Als sie in Südindien gepredigt haben, Shri Goswami Maharaj und andere Vaishnavas, dann haben sie eben diesen Punkt gemacht, Krishna ist Adhokshaja. Er steht außerhalb, er ist jenseits von den Sinnen, man kann ihn nicht verstehen. Er ist auch Achintya, Krishna. Aber durch Bhakti kann man ihn erkennen, ne? Vire ist, Krishna sagt in der Gita, Bhaktya Mama Vijanati Yavanas Chasmit Tattvataha. Man kann mich verstehen, so wie ich bin, durch Bhakti. Dann kam ein Gentleman nachher und gesagt, wie ist es möglich, dass der winzige Jiva den unendlichen Ishvara verstehen kann, vollkommen. Dann kann er nicht unendlich sein. Ich meine, wenn ein winziger Jiva den unendlichen Herrn verstehen kann, wo ist dann die Herrlichkeit von seiner Unendlichkeit? Shri Shri Goswami Maharaj hat sofort zurückgeschossen. Ja, aber wenn der unendliche Herr sich nicht dem winzigen Jiva vollkommen offenbaren kann, dann ist er auch nicht unendlich. So, das liegt an Krishnas, kommt von Krishnas Seite. Das kam sofort zurück. Der war still, ne? Der kam stumm, konnte nichts mehr sagen. Ne? Doch wenn Krishna das möchte, dann ist es so. Und ob die Person, der das gewährt, ob die jetzt qualifiziert war oder nicht, ist egal. Krishna möchte es und das ist es. Das ist Achintya. Wenn Krishna möchte, dann ist es einfach so. Das ist das Schöne auch, ne? Weil, so wie Krishna möchte. Und auf der anderen Seite kann man aber auch, es gibt dann kein Recht, ne? Du kannst dann sagen, ich habe so viel gechantet, jetzt sollte ich aber was kriegen dafür, ne? Das ist alles in Krishnas Hand, ne? So wie er möchte. Das heißt, wenn jemand nach mir oder neben mir steht, oder der macht gar nichts, Krishna kann ihm die volle Barmherzigkeit geben und ihm alles offenbaren. Und ich bemühe mich so, mache so viel Sadhana und nichts passiert. Das muss ich dann auch akzeptieren. Ne? Das ist auch ein Chintya. Wer hat das gesagt mit der Offenbarung von dem Krishna an die Seele? Das war Shri Shri Goswami Maharaj, die haben gepredigt im Süden. Und einer hat sie herausgefordert. Ne? Wie ist das möglich, dass der unendliche Herr sich einem endlichen Seele vollkommen offenbaren kann? Dann ist er doch nicht unendlich. Und er hat gesagt, aber wenn er das nicht kann, dann ist er nicht unendlich. So, er kann alles machen. Ne? Gut. Probieren wir es nochmal. Go Premanande. Hari, Hari, Hari.